Vielen Dank. Ja, danke, danke. Das ist früh. ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Interesse. Ich bin Johannes Sommer, Geschäftsführer von der Firma Retresco. Wir kommen aus Berlin. Ich glaube, ich sage am Ende noch ein bisschen was zu uns. Was vorweg wichtig ist zu wissen, vielleicht, warum halte ich so einen Vortrag? Wir beschäftigen uns seit 15 Jahren mit der Automatisierung von Content-getriebenen Prozessen, sowohl die automatisierte Verwertung von menschlich geschriebenem Content wie auch die automatische Produktion von Inhalten, so dass sie für den Konsumenten nicht mehr von menschlich geschriebenem Inhalt unterscheidbar ist. Das ist das, was wir tun. Und ansonsten wundert mich im Moment nicht so sehr, dass zumindest ein Teil von Ihnen im Raum ist, weil wenn man KI aufs Chart schreibt, dann ist man im Moment ganz gut unterwegs. Ich werde so ein bisschen natürlich im Mittelpunkt dieses Vortrags haben, was es mit GPT-4, ChatGPT und Co. auf sich hat. Ich werde einmal so eine ganz kleine Einführung geben, auch wenn das ein bisschen spannend ist, weil ich nicht weiß, wie die Vorbildung im Allgemeinen ist. Fange ich ganz unten an, einmal einzuordnen, was ist GPT eigentlich. Würde dann ein bisschen auf die Downsides eingehen, also was sind so gerade Probleme des Modells und dann sagen, warum Sie sich trotzdem alle damit beschäftigen sollten, zumindest aus unserer Sicht und ich hoffe, ich kann Sie davon ein bisschen überzeugen. Ich fange einfach mal ganz kurz an, was ist GPT, wenn es darum geht, ich gehe nochmal auf den Titel, wie KI die Contentproduktion revolutioniert, kommt man an GPT im Moment nicht vorbei. Jeder, der ein LinkedIn-Profil hat von Ihnen, müsste mindestens mehrfach am Tag irgendwie damit konfrontiert sein, dass irgendjemand irgendwas mit GPT-3, 4, ChatGPT erstellt, das postet und der ganzen Welt zeigt, wie stolz er drauf ist, was alles geht und dass er jetzt weiß, wie KI funktioniert. Ich glaube, dass so eine ganz grundlegende Einordnung, was es ist, hilft, besser zu verstehen, was es tatsächlich ist und was es kann und auch nicht kann. Zunächst mal eine ganz klare Begriffsdefinition zeigt schon, was es bedeutet. Generativ heißt, es ist ein Sprachmodell, das Text generiert. Das heißt, es geht bei GPT-3 tatsächlich darum, dass es ein Modell entwickelt wurde, KI-basiertes Modell, was dafür da ist, die menschliche Sprache zu imitieren. Also automatisch Texte und Inhalte zu erstellen, sodass sie nicht unterscheidbar sind von menschlichen Inhalten. Das zweite, das P steht für pre-trained, das heißt erstmal nichts anderes, das reicht, glaube ich, um es grundsätzlich zu verstehen, das ist anhand einer sehr großen Menge von Daten, von Texten, die es gibt auf der Welt, trainiert wurde. Wie viele Texte das sind und was groß heißt, zeige ich Ihnen gleich. Und Transformer ist eigentlich nur der Name des neuronalen Netzes, mit dem das Modell trainiert wurde. Damit haben wir GPT eigentlich einmal ganz kurz hergeleitet und der große Treiber des Modells ist OpenAI. OpenAI ist ein amerikanisches Unternehmen, irgendwann mitfinanziert, mitgegründet von Elon Musk und anderen Menschen. Eigentlich als ein Modell, was Open Source gestellt wird, um zu zeigen, was KI zu leisten in der Lage ist. 2018 hat Elon Musk dann versucht, OpenAI ein bisschen an sich zu reißen. Das wollten die anderen Gründer nicht so richtig. Dann ist Microsoft eingestiegen und schwupps war es vorbei damit, dass es Open ist. Und OpenAI jetzt ein Unternehmen ist, was stark darauf bedacht ist, zu kommerzialisieren. Und es gibt verschiedene Modelle, GPT-3, GPT-4, ChatGPT und es gibt auch noch eine Reihe anderer Anwendungen, die Ihnen über den Weg laufen werden oder schon sind, wo es darum geht, was eigentlich alles eine große Familie ist und es sind eigentlich immer nur Updates von GPT, die das Modell weiterentwickelt. Und um zu sagen, worüber wir hier reden, das Modell wurde trainiert, ich habe gerade gesagt, mit einer großen Anzahl an Inhalten, und zwar mit der größtmöglichen, nämlich mit dem gesamten englischsprachigen Internet plus mit Inhalten aus anderssprachigen Internet, also aus anderen Sprachen. Das heißt, die Basis dieses Modells wurde trainiert auf allen Inhalten, die im englischsprachigen verfügbar sind im Internet. Einmal das Internet gezogen und gesehen, was steht da drin. Und darauf wurde trainiert dieses Sprachmodell. So, um jetzt ein bisschen zu verstehen, was macht ein Sprachmodell, gibt es drei wichtige Begriffe, die auch durch die Welt geistern und die ich finde, es gut zeigen,
und erklären. Was ist ein Sprachmodell? Ein Sprachmodell ist ein probabilistisches System. Das heißt, es wird, um es ganz zu vereinfachen, einfach ausgerechnet, wenn ich einen Input gebe, hier im Beispiel, I ate the pizza while it was still, das ist meine Eingabe, und dann schreibt das Sprachmodell diesen Satz weiter. Und zwar auf der Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichst nächsten Wortes, was passiert. Das heißt, es nimmt den Input, analysiert den Input und stellt fest, was ist wahrscheinlich, auf Basis dessen, was es im Internet gelernt hat, auf Basis aller Inhalte im Internet, das nächstlogische Wort oder das nächstwahrscheinliche. Und das ist in dem Fall hot mit 80%, warm wäre nur noch 12% und so weiter. Das Beeindruckende daran ist aber, wenn ich den Kontext des Inputs verändere, ändert sich logischerweise auch die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes. Schreibe ich also, my oven broke, so I ate the pizza while it was still, ist nicht mehr hot, das wahrscheinlichste Wort, sondern cold mit immerhin 40%. Und so funktioniert ein Sprachmodell. Das heißt, viele Menschen gehen davon aus, ich gebe irgendwas in ChatGPT, stelle eine Frage und jetzt wird in irgendwelchen Datenbanken Weltwissen zusammengesucht und es wird mir die bestmögliche Antwort gegeben. Das ist nicht so, sondern es wird ausgerechnet, was ist wahrscheinlich das nächste Wort. Und so wird eine Wortkette gebaut und deshalb kann es vollständige Antworten geben. Okay, mehr Nicken als Zweifel. Jetzt ganz kurz, was ist ein Token? Ein Token ist genau dieses nächste Wort. Und Token muss man deshalb wissen, weil Token ist nicht immer ein Wort in Wirklichkeit, sondern es kann eine Zeichenfolge sein. Im Englischen ist es meistens das nächstwahrscheinliche Wort. Je unwahrscheinlicher das Wort wird, desto mehr wird es zerlegt, beziehungsweise in nicht-englischen Sprachen, in der nicht-englischen Sprache, in anderen Sprachen als Englisch so rum, kann ein Token auch ein einziges Zeichen sein, was dann immer berechnet wird. Das ist jetzt schon ein bisschen ein nerdiger Deep Dive, deshalb wichtig, weil zumindest im Moment noch OpenAI auf Basis der Token abrechnet. Das heißt, wenn ich einen Befehl gebe, der hat so und so viele Zeichen, Token, whatever, dann ist schon die Eingabe Geld wert. Also ich gebe das, was ich dahin schicke, wird schon abgerechnet und all das, was generiert wird, kostet auch Geld. Das heißt, wenn ich skalierend Content produziere, also sehr, sehr viel Inhalt damit produziere, wird es irgendwann, auch wenn der einzelne Token sehr günstig ist, recht teuer. Mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen. Token, eigentlich immer ein Wort, manchmal auch ein bisschen weniger, was berechnet wird, was der wahrscheinlich die nächste Zeichenfolge ist. So, hier sieht man das nochmal ganz kurz. Hier habe ich 82 Token. Das entspricht im Englischen in diesem Beispiel 388 Zeichen. Wenn ich das, ich glaube, das ist Finnish, übersetze, habe ich 145 Token, 376 Character. Also bei fast gleicher Zeichenanzahl sehr viel mehr Token. Das heißt, im Finnischen ist es teurer als im Englischen, mit GPT Texte zu generieren. Das ist die kleine Info hier. Ob das so bleibt, TBD. So, letzte Sache zum Browning ist, was ist ein Prompt? Der Prompt ist der Input dessen, was Sie der Maschine geben. Das heißt, wenn hier das Beispiel, ich brauche gar nicht so viel erklären, steht alles da. Bitte schreibe eine nummerierte Packliste für einen Strandurlaub. Das ist mein Input an GPT-3 in dem Fall. Und dann kriege ich eine Packliste von GPT-3 zurück. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, tun Sie es. Sie brauchen keine Packliste mehr schreiben. Das funktioniert hervorragend. Bei ChatGPT ist das Besondere, dass die komplette Konversation als Input genommen wird. Das heißt, wenn Sie eine Frage stellen, gib mir die Packliste, okay, und dann sagen Sie, jetzt kriege ich diese Packliste und sage, okay, welche Sonnencreme ist denn besonders gut für Kinder? Dann werden Sie die nächste Antwort bekommen und es wird immer im Kontext der vorherigen Fragen sein, weil immer die gesamte Konversation, die Sie vorher fragen, also wenn Sie noch 18 Fragen stellen, werden alle 18 Fragen und Antworten als Input reingegeben, um den Output besser zu berechnen. Und dadurch kann man auch bei sehr intensiven Fragen oder sehr Deep-Dive-Fragen gut einsteigen. Die Maschine kommt sehr gut mit, weil sie immer weiß, was ist der Kontext dessen, worüber gerade gesprochen wird. Sehr beeindruckend. So, und was passiert jetzt alles? Es gibt eine ganze Vielzahl, also gehen Sie aufmerksam durchs Netz und vor allen Dingen durch Ihr LinkedIn-Profil und gucken sich an, was kommt da alles. Es gibt ganz viele Assistenzfunktionen, die damit auf einmal möglich werden. Ich lese mal hier, es ist einfach, wir müssen gar nicht alle durchgehen. Zunächst mal ist es sensationell, wenn Sie vor einem weißen Blatt Papier sitzen, wollen irgendwas schreiben und haben keine Idee, wie soll ich das strukturieren. Dann sagen Sie dem Ding, was Sie schreiben wollen.
Zum Beispiel könnte ich sagen, ich halte heute einen Vortrag auf dem Print Day und nicht wissen, was das ist. Aber wenn ich sage, wer ist das Publikum so grob, dann wird mir, und wie soll ich meinen Vortrag über GPT-3 strukturieren, dann werde ich da eine perfekte Struktur für einen Vortrag bekommen. Und wenn ich dann sage, was soll ich in der Intro eigentlich alles erzählen, wird es mir sagen, fang mal an mit den Stärken und Schwächen des Systems und warum das vielleicht für Businesses relevant ist. So. Das heißt, so kann ich sehr viel Assistives tun. Ich kann Inhalte in ihrem Stil anpassen. Ich kann Inhalte lektorieren lassen. Ich kann übersetzen, sensationell übersetzen mit GPT. Das heißt, ich kann einen englischsprachigen Text reingeben, kann sagen, bitte schreib mir den auf Deutsch und ich werde die perfekte Übersetzung bekommen. Perfekt ist bei Automatisierung immer minus x Prozent, aber sehr, sehr, sehr gut. Und zum anderen gibt es den Bereich der Komplettautomatisierung von Tasks, also 100% Automatisierung. Ich kann automatisiert aus bestehenden Inhalten Newsletter zusammen aggregieren. Wenn ich zum Beispiel 100 Artikel habe zu verschiedenen Themen und ich sage, bitte such mir die raus, die am relevantesten sind und fasse sie mir in einem Newsletter zusammen, kriege ich hervorragende Vorschläge, die ich rausschicken kann. Ich kann Summaries schreiben, ich kann personalisieren, wenn ich sage, schreibe bitte ein Kinderbuch für 8-jährige Kinder und benutze bestimmte Figuren darin, werde ich ein wahnsinnig spannendes Kinderbuch lesen können. Kinderbuchautorenschaft ist ein spannendes Thema für die Zukunft. Ich glaube, man kann wunderschön für die eigenen Kinder Sachen schreiben und braucht nicht zwangsläufig mehr, zumindest die günstige Literatur, nicht mehr. So, es gibt also ganz viel und ich bin mir noch nicht sicher, wie Sie damit konfrontiert sind. Ich werde bebombt seit vielen Monaten und jetzt gibt es trotzdem so eine kleine Eigenschaft, die Roy Amara ganz gut gesagt hat, we tend to overestimate the effect of technology in the short run. Im Moment stürzt sich die halbe Welt da drauf, die Tagesthemen berichten, das ist immer ein großes Zeichen, dass es überall angekommen ist. Microsoft hat sehr viele Milliarden investiert, hält mittlerweile 51% an OpenAI und wird zukünftig, und deshalb werden sie alle damit zu tun haben, ganz viele Assistenzfunktionen in ihre Produkte bauen. In PowerPoint werden Sie sagen können, bebilder mir bitte meine PowerPoint-Präsentation auf Basis anderer Präsentationen, die ich schon gehalten habe. Es wird sagen, schreib mir bitte den Absatz für mein Word-Dokument, was ich gerade für mein Konzept schreiben muss, schreib mir das Ding weiter und es wird es tun. Es wird uns allen begegnen, weil Microsoft wahnsinnig viel rein investiert, diese Technologie in die eigene Produktwelt zu integrieren. Und Google, wenig überraschend, hat natürlich eigene KI, ein eigenes Modell und so weiter, die das natürlich in ihre Produktlandschaften auch einbauen. Trotzdem gibt es ein bisschen einen Riesenhype um das Thema im Moment und sagt, es wird alles revolutionieren. Es gibt aber so ein paar Limitationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wir bleiben kurz, deshalb ist es wichtig zu verstehen, das ist ein Sprachmodell. Ich kann mir Texte schreiben lassen und das kann man super ausprobieren. Was Halluzination heißt, wenn man eine Biografie oder einen kurzen Absatz über sich selbst schreiben lässt. Hier habe ich gefragt, wer ist Tobias Günther von Retresco? Tobias Günther bin ich, ich bin Johannes Sommer. Tobias Günther ist bei uns, sage ich noch nicht. Wenn man GPT fragt, sagt GPT, Tobias Günther ist der Gründer und CEO von Retresco, ein Berliner Unternehmen. Das, was zu Retresco hier steht, stimmt alles. 2008 wurde es gegründet. Das ist wahrscheinlich relativ bekannt, auch im Internet. Und hat sich in den letzten Jahren und so weiter. Was nicht stimmt, ist, dass Tobias Günther CEO und Gründer von Retresco ist. Der ist zwar schon lange dabei, ist aber bei uns Chefentwickler für künstliche Intelligenz. Hat nicht gegründet, ist seit, glaube ich, 6, 7, 8 Jahren dabei. Das heißt, er ist nicht der Gründer. Sie, wenn Sie das aber lesen, wissen das nicht. Und wenn Sie fragen, wer hat Retresco gegründet, könnte es sein, dass Tobias Günther auftaucht, ohne dass Sie es wissen. Und das nennt man Halluzination. Das System ist erstmal keine Wissensdatenbank. Der Umstand, dass GPT so viel weiß, liegt daran, dass es auf Basis des Internets trainiert wurde. Wenn ich Sprache trainiere, ganz kleiner Blick, wenn ich Sprache trainiere, dann nehme ich unweigerlich, wenn ich lerne, wenn menschliche Sprache funktioniert, werde ich unweigerlich auch Wissen trainieren, weil wir die Sprache ja benutzen, um Wissen zu transportieren. Das heißt, wenn es ausrechnet, was ist das nächstlogische, was ein Mensch sagen würde, dann wird es das nehmen, was am nächstlogischen erscheint. Es muss aber nicht das nächstrichtige sein. Da war eine Frage. Ja, die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt ist denn das Training erfolgt? Kommt noch. Es könnte ja sein, dass es in der Zwischenzeit stimmt oder wieder falsch ist, die Antwort. Aber genau dieses kann sein, ist halt schwierig, weil es kann sein,
Sie wissen es nicht. Sie würden sagen, oh, Tobias Günther, finde ich auch ein Foto, steht auch Getresco drunter. Ja, why not? Richtig. Ich sage, ich komme gleich zum Thema, bis wann es trainiert wurde. Komm. Logisch, ich benutze gerade selber, logisch, sorry, ich habe das gerade eingeführt. Ist natürlich nicht logisch, sondern wahrscheinlich, also das nächstwahrscheinliche. Ich würde das natürlich sagen, aber es gibt nicht so eine einfache Möglichkeit, das mitzuteilen. So, das nächste ist, rechnen, zählen, buchstabieren, funktioniert nicht so gut. Hier ist die Frage, das können Sie wahrscheinlich nicht lesen. Bitte, das kann ich selber nicht lesen, bitte nennen Sie mir 5 Wörter mit 5 Buchstaben, die mit A anfangen und mit S enden. Da sind die ersten Abgas, Atoms, Atlas, Anfass, Autos. Sind erstmal 5 Wörter mit A und S. Alles gut. Aber wenn ich sage, nenne 5 weitere, dann kommt hier Almaz mit Z hinten, Angst mit T hinten und Anfass ist schon mal eine Wiederholung der ersten Liste. Das heißt, es wird irgendwann schwierig, es kommt durcheinander. Es kann also, und das ist, zeige ich deshalb, weil es immer wieder, man verstehen muss, es ist ein Sprachmodell. Es ist kein wissendes Modell, es ist erstmal ein Sprachmodell. Was Wissen hat, sehr, sehr viel Wissen. Man kann es gut nutzen, um Wissen aus dem Internet zu aggregieren, aber im Moment hat es Schwächen. Dritter Punkt ist Logik. Hier eine Frage. Ich übersetze, wenn 12 Musiker ein Stück Musik in 10 Minuten spielen, wie lange brauchen 24 Musiker? Dann ist die Antwort im ersten Schritt 5 Minuten. So, aber das war unter GPT-3. Also erste Version, die veröffentlicht wurde Mitte letzten Jahres, das war das Ende. Und jetzt kann ich aber sagen, das ist falsch, weißt du warum? Und das ist halt schon beeindruckend. Jetzt sagt das Ding nämlich, Entschuldigung für das Problem oder für die Konfusion, ich habe das Problem falsch verstanden. Und dann erklärt es, warum es nicht logisch ist, dass 24 Musiker das gleiche Stück doppelt so schnell spielen, sondern dass auch die 10 Minuten brauchen. Und das ist beeindruckend. Ja, leider nicht meins. So. Das ist schwer beeindruckend. Also ich will nur zeigen, daran arbeitet natürlich OpenAI, all diese Probleme, die ich hier zeige, zu lösen. Und ich kann sagen, der Sprung von GPT-3 auf GPT-4 war enorm. Das wird so weitergehen. Trotzdem stimmt es noch. Das andere ist, man kann die Anzahl der Token, die ich generieren kann, ist begrenzt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Roman schreiben will, komme ich irgendwann an ein Limit. Ich kann aber auch da sagen, das ist ein reines Kapazitätsproblem. Das ist der Sprung von 3 auf 4 Versionen war immens. Das heißt, irgendwann werde ich wahrscheinlich endlos lange Texte produzieren können. Und jetzt kommt die Frage zu, wann ist es trainiert? Im Moment gibt es ein Trainingsende 2021. Das heißt, das ist das, was das letzte Modell trainiert wurde. Ich habe heute Morgen auf dem Zug hierher das Chart aktualisiert, habe geschrieben, welches Event findet heute in Mülheim statt. Und da ist die Antwort, als KI-Assistent habe ich keinen Zugriff auf aktuelle Ereignisse. Bitte überprüfen Sie lokale Veranstaltungskalender oder Nachrichtenportale, um Informationen zu aktuellen Ereignissen in Mülheim zu erhalten. Wenigstens eine gute Antwort, ehrlich an der Stelle. Aber das muss man wissen. Das heißt, wenn man fragt, wie viele Meistertitel hat der FC Bayern München, hat man einen weniger, als es tatsächlich sind. Dann gibt es noch den Umstand, dass in Englisch funktioniert es besser als in anderen Sprachen, logisch, weil es dort stärker trainiert wurde oder die Basis des Trainings mehr da war. Und dann kommt das größte Problem, das Bias-Problem. Das kann man bei KI bisher nicht lösen, weil es immer einen Bias gibt. Wir haben gelernt, es ist eine große Menge an Daten, die wird da reingekippt und dann gibt es Menschen, die das trainieren. Und Menschen, die trainieren, haben immer einen eigenen Bias. Und wir können jetzt alle diskutieren, was ist ein richtiger Bias, was ist ein falscher Bias. Es ist nicht zu lösen. Das heißt, die Maschine wird immer Dinge sagen, die möglicherweise nicht unserer Haltung entsprechen. Und Punkt. Aber um auch hier einen Entwicklungssprung zu zeigen ist, das ist GPT-3, Ende letzten Jahres rausgekommen. Und da ist der Satz, der anfängt, also der Prompt, Männer sind bessere Ärzte als Frauen da. Und dann war die Antwort, da sie mehr Erfahrung in der medizinischen Praxis haben. Aus statistischen Gründen sind mehr Männer als Frauen in ärztlichen Positionen tätig, so dass mehr männliche Ärzte Erfahrung und Wissen über die medizinische Praxis haben als weibliche. Daher können ärztliche Entscheidungen, die auf Erfahrung und Expertise basieren, von männlichen Ärzten eher getroffen werden als von weiblichen. Bäm, Katastrophe. Ja, würde man sagen, was ist denn da los? So, aber das sind sehr offensichtliche Biases.
Deshalb ist jetzt von GPT-4 die Frage, dieselbe Geschichte, Männer sind bessere Ärzte als Frauen, da es nicht korrekt ist, pauschal zu behaupten, dass Männer bessere Ärzte als Frauen sind. Die Qualität eines Arztes oder einer Ärztin hängt von individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und der persönlichen Hingabe zu Medizin ab, nicht vom Geschlecht. Sowohl Männer als auch Frauen können in der Medizin gleichermaßen erfolgreich sein und so weiter. Ja. Dazu eine Nachfrage. Ist bekannt, ob solche Sachen speziell, ob dafür Abfangroutinen gemacht wurden, um solche Biases zu machen, oder ob wirklich das Datenmodell anders trainiert wurde? Weil sowas kann man ja einfach auch sagen, ja, wenn dann uns da tausend Ausnahmen bauen. Für. Richtig. Das Richtig, das wäre regelbasiert, dann könnten wir es beeinflussen. Das ist es nicht, sondern es wird anders trainiert. Es wäre ein Reasoning-Verfahren, also es wird eine andere KI dagegen gelegt, die quasi guckt, ich nehme die Aussage, gucke, wie nachvollziehbar und richtig scheint diese Antwort und rechnet dann wieder Scores aus und darauf wird optimiert. Das heißt, es wird tatsächlich anders entwickelt und besser trainiert. Aber das zeigt das Problem und ich kann auch sagen, ich habe auch auf der Herfahrt versucht, irgendwie so ganz polarisierende Fragen an das Ding zu stellen, um nochmal irgendwie was rauszukriegen. Es ist mittlerweile relativ schwierig, sehr offensichtliche Biases rauszukriegen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Riesenproblem. Deshalb ist Microsoft in der Integration in die Suche in Bing, hat die Anzahl der Fragen, die ich stellen kann, auch limitiert, weil je mehr ich mit dem Ding interagiere und Fragen stelle und Fragen stelle und Fragen stelle, kann ich das in eine gewisse Richtung treiben. Und das ist im Moment ein nicht gelöstes Problem. Und es gibt auch, da bin ich jetzt allerdings auch raus, bei den Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, auch so ein bisschen das Thema, ob es überhaupt mit den bestehenden Verfahren möglich sein wird, dieses Problem gänzlich in den Griff zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz wird es wahnsinnig viel besser, weil es eben erkannt ist. So, also, ich springe. Wir haben gesagt, overestimated. Wir haben jetzt gerade gesehen, es gibt ganz viele Kinderkrankheiten, die jetzt manchmal auch mittel Stirnrunzeln machen. Und trotzdem underestimaten wir den Effekt in the long run. Vieles, was jetzt passiert, und LinkedIn ist da mein schönes Beispiel, die einen loben das, wie geil das ist, und jetzt haben sie was ganz Tolles gemacht. Und die nächsten kommen dann und sagen, ha, ich habe jetzt hier irgendwie so ein Bias gefunden und ich habe es überlistet und das weiß nicht, wie viele Meistertitel der FC Bayern hat und so weiter. Und trotzdem würde ich Ihnen immer empfehlen, oder ganz dramatisch empfehlen, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Warum? Weil es in einer unfassbaren Geschwindigkeit trainiert wird und mit unfassbaren Datenmengen. Sie wissen, Moore's Law in 18 Monaten, in Realität sind es vielleicht 20, verdoppelt sich die Anzahl der Prozesse, die ich mit dem gleichen Aufwand betreiben kann. Hier ist es im Moment das Zehnfache pro Jahr an Daten, die ich trainieren kann in so einem Sprachmodell. Und deshalb wird es alles verändern. Was gerade passiert ist, dass viel darüber diskutiert wird, wie es unsere Suchen verändern wird. Links sehen wir Google. Ich habe eine Frage, die ist in dem Fall, how do the muscles in your arm work? Und dann kriege ich verschiedene Fundstücke, kennen Sie alles, wo über die Muskulatur in Armen geschrieben wird. Das ist GPT-3, da kriegt man einen ganz kurzen Satz, was die Muskulatur, wie die Muskulatur im Arm funktioniert. Und das ist GPT-4. Um das nochmal kurz zu zeigen, Sie kriegen eine ausformulierte, vollständige Antwort, wie die Muskulatur in Ihrem Arm funktioniert. Sie müssen nicht mehr suchen, Sie müssen nicht mehr auf irgendwelche Links klicken, sondern Sie kriegen die Antwort auf eine spezifische Frage. Wie wir mit Text arbeiten, wird sich dramatisch ändern. Hier sehen wir einen Assistenten, während jemand schreibt, in Realtime wird hier oben, werden die relevanten Schlagworte identifiziert, die für diesen Text charakteristisch sind. Es wird automatisch eine Summary geschrieben, die, je länger der Text ist, automatisch angepasst wird. Und es gibt eine Gegenargumentation zu dem Text, den ich dort schreibe. Kann man sich wunderbar angucken. Wie wir lernen, wird sich ändern. Ein Riesenthema an den Schulen. Es gibt mittlerweile Anwendungen, explainer.com ist eine, wo ich schwierige Texte hochladen kann und mir die einfach runterschreiben lassen kann. Oder ich kann mir die wesentlichen Textpassagen eines wissenschaftlichen Textes einfach zusammenfassen lassen, als Stichpunkte rausgeben lassen oder whatsoever. Die Art, wie wir coden, ich glaube, das ist Ihnen allen schon über den Weg gelaufen. Man kann über Befehle Codes bekommen und kann, ohne ein Stück Code schreiben zu können, selber Code generieren, den eingeben. Ich kenne tatsächlich Leute, die kleine Hobby-Shops nebenher haben, die damit anfangen, ihre Shops zu optimieren und Dinge zu bauen. Wir können aus Texten Bilder generieren. Das ist jetzt nicht mehr GPT, sondern das ist in dem Fall sogar ein Wettbewerb von OpenAI mit Midjourney, ist eine Open-Source-KI. Und was man hier sieht, sind automatisch generierte Bilder.
Und um die Geschwindigkeit zu dokumentieren, wie hier die Entwicklung vonstatten geht, im März 2022 war das ein automatisch generiertes Bild. Und zwar auf Basis eines Befehls. Generiere mir ein Bild von einer Frau, wahrscheinlich die mit einem Blumenstrauß an irgendeinem Tisch in einem Café sitzt. Schwierig. Das ist ein Jahr später auf Basis des gleichen Befehls, im März 2023, das Bild, ich kann Ihnen anderes zeigen als Beispiel. Das ist ein automatisch generiertes Bild auf Basis eines Textbefehls. Dieses Mädchen gibt es nicht. Es ist nicht da. Es wird neu generiert auf Basis aller Bilder, die es gibt. Wenn man sagt, ich will ein Bild von einem Mädchen mit vielleicht Sommersprossen, roten Haaren, ich weiß nicht, was der Befehl dahinter liegt. Aber das kann man automatisch generieren. Und jetzt überlegen Sie nur ganz kurz, ich springe weit in meinem Vortrag nach hinten, was das bedeutet, wenn ich etwas beschreiben will, wenn ich ein Produkt habe, was jetzt vielleicht nicht in dem kleinsten Spezifikum dargestellt werden muss und ich habe kein Bild, dann kann ich es mir einfach generieren. Ich muss es nicht mehr shooten, ich muss es nicht mehr groß produzieren, ich kann es mir einfach generieren. Text zu Bild zu Video geht auch. Das ist ehrlicherweise ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es unfassbare Datenmengen braucht, Videocontent zu generieren und auch zu analysieren. Das sind automatisch generierte Videos. Also ich gebe Vorgaben und dann läuft eben dieser Mensch auf Basis des Videosnippets auf einmal auf Mars und so weiter. Das sind alles automatisch generierte Filmsnippets auf Basis von Eingabemodellen, wo ich Videos mache. Machen kann. Wo es vielleicht ein bisschen anfassbarer wird, ist, wie ich Videos bearbeiten kann. Jeder, der jemals versucht hat, ein Video zu editen, weiß, wie kompliziert es ist, Menschen oder Dinge rauszuretuschieren. Das ist relativ einfach auf Basis von Modellen, dass ich Bilder bearbeiten kann. Die Downside davon ist, auch hier wissen wir natürlich, wenn das so einfach ist, nicht, was ist Realität, was ist echt, was ist KI generiert und was ist möglicherweise auch bewusst irgendwo weggelassen. Hier ein spannendes Beispiel, es gibt keinen Ton, es ist auch nicht so wichtig, also vielleicht geht er sogar, ich weiß es gar nicht. Was man hier sieht, ist ein Audiobook, das wird vorgelesen, also das würde man jetzt hören, aber das Beeindruckende ist, dass zu einem historischen Audiobook automatisch die Bilder generiert werden, die zu diesem Text, der da rechts steht, passen. Das heißt, ich kann aus einem normalen Text ein Audiobook machen oder ich könnte aus einem normalen Text auch ein Videobook oder ein Multimediabook machen, kann mir also Bilder anzeigen lassen, die zu dem Text passen. Und das hier, das können Sie auch nicht hören, das ist mega witzig, Podcast AI. Da kommt, glaube ich, jeden Monat einmal, wird dort komplett KI-basiert ein virtueller Podcast komplett quasi generiert zwischen Persönlichkeiten. Also hier Steve Jobs mit Joe Rogan. Joe Rogan ist ein, Rogan ist ein amerikanischer Sitcom-Typ oder Comedian, der irgendwie in einer Ultimate Fighting-Geschichte moderiert hat, dann irgendwann, der hier quasi Steve Jobs interviewt hat. Wenn Sie das hören, Sie werden nicht merken, dass die beiden nie miteinander gesprochen haben und dass es diesen Podcast nie gab. Also sowohl Inhalt als auch Stimmen und so weiter. So. Das heißt, ich bin schwer davon überzeugt, dass nicht nur durch Microsoft, aber durch die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz, die jetzt quasi durch OpenAI in den Markt geworfen wurden, jeder von uns in seiner täglichen Arbeit betroffen sein wird. Und zwar jedes Tool. Es kommen im Moment jede Woche bis zu 200 Startups, die irgendwas basierend auf OpenAI produzieren, die sich neu gründen, irgendetwas, irgendwelche Assistenten, Vollautomatisierungsgeschichten machen lassen. Das heißt, wir werden überschüttet mit Dingen, die auch Businessprozesse beeinflussen. Und deshalb glauben wir, es ist total wichtig, sich in jedem Business zumindest einmal damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das alles. Und wir, jetzt ist der Vortrag ja, was ist in der Content-Produktion und warum glaube ich, dass es das revolutioniert. Wir haben uns zusammengesetzt, ehrlicherweise lüge ich jetzt ein ganz kleines bisschen, wir haben eine eigene Taskforce im Unternehmen, die nichts anderes macht, als sich damit zu beschäftigen. Aber tatsächlich haben wir uns ganz zum Anfang mal kurz damit auseinandergesetzt und haben gesagt, oh, okay, ich beeile mich. Was kann man in der Content-Produktion machen? Und hier nur, können Sie sich im Nachgang angucken, ich glaube, die Slides werden geteilt.
paar Ideen, Zusammenfassung von Inhalten, personalisierte Newsletter, ein paar Sachen hatten wir schon. Augmented Writing ist ein Riesenthema. Ich kann zum Beispiel auch einen fertigen Marketext, das macht unser Marketingleiter relativ exzessiv, nimmt einen fertigen Marketext, den er geschrieben hat und sagt, boah, mach nochmal den Feinschliff und lässt diesen Text nochmal nacheditieren. Also er könnte es umkehren, er könnte sagen, ach, ich habe keine Idee, was ich schreiben soll und lass mir dann den Marketingtext schreiben. Aber tatsächlich ist der noch viel effektivere Weg zu sagen, ich gebe ein fertiges Stück rein und lass mir das Ding stilistisch noch ein bisschen aufpolieren. Das funktioniert hervorragend. SEO Ghostwriting. Ich habe einen fertigen Text und sage, boah, ich brauche einen SEO-Teaser, der irgendwie alles drin hat, was ich für SEO brauche, womit ich jeden Redakteur dieser Welt wahrscheinlich ziemlich stresse oder die SEO-Abteilung mit der Redaktion clashen lasse, kann ich automatisieren. Ich kann Illustration machen, Videoproduktion oder andere neuartige Videoformate oder Content-Formate produzieren, mit denen ich vorher vielleicht gar nichts zu tun hatte. So, und um jetzt nicht nur laut zu reden und zu sagen, was Sie alles tun müssen, haben wir gesagt, auch für uns hat es massiven Einfluss. Ich habe zum Anfang gesagt, wir beschäftigen uns seit 15 Jahren mit der Automatisierung von Content, Produktion, Distribution, Verwertung jeder Art. Und wir bedienen damit ganz, ganz viele Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen, ganz viel im E-Commerce, ganz viel in Medien und so weiter. Und wir haben unter anderem eine Plattform, die in Echtzeit auf Basis von Daten von Kunden Texte generiert. Und zwar immer at scale. Das heißt, ich zeige Ihnen Beispiele. Wir produzieren jede Woche 124.000 Fußballspielberichte für den DFB, für jedes Amateurspiel, was in Deutschland stattfindet. Auf fußball.de ist das Spiel, der Schiedsrichter überträgt die Daten von dem Spiel nach dem Spiel, wer hat gegen wen gespielt, wer wurde wann eingewechselt. Dann produzieren wir den Text für jedes Spiel, von dem wir den Daten bekommen. 124.000 deshalb, weil es Vor- und Nachberichte gibt und wir noch neben DFB verschiedene andere Kunden haben. Oder wir produzieren alle Produktbeschreibungen für Mediamarkt Saturn, also auf Basis unserer Software, das machen nicht wir, das macht Media Saturn alleine, aber für Mediamarkt und Saturn.de alle Produktbeschreibungen automatisiert. Das heißt, da sitzt eine Person, eine Editorin, die für alle Produktbeschreibungen auf Mediamarkt und Saturn.de verantwortlich ist, die mit der Software am Ende des Tages die kompletten Produktbeschreibungen steuert. Und wir machen für Immobilien-Scout automatisiert Exposés, also wenn Sie eine Wohnung inserieren und sagen, drei Zimmer, Küche und WG geeignet, dann schreibt es unten automatisiert das Exposé für Sie. Das heißt, wenn Sie dann runterscrollen und kommen zu dem bis dahin leeren Fenster, steht da jetzt schon die Beschreibung Ihres Exposés. Da können Sie noch ein bisschen nacheditieren, wenn Sie wollen. Müssen Sie aber nicht. Und die Lage, also wenn wir wissen, wo die Immobilie ist, dann gibt es auch eine Lagebeschreibung. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, also ich will das nur zeigen, um zu sagen, wie betrifft es uns. Jetzt kommt auf einmal Generative AI, die das offensichtlich alles noch viel besser kann. Ist es mitnichten so, weil was wir jetzt nehmen, wir integrieren die generative KI. Das ist jetzt nur ein Video, das brauchen Sie sich nicht angucken, das ist nur für die Show. Das ist unser Tool, das wäre viel zu komplex, das jetzt zu erklären. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir die Kundendaten nehmen, also immer noch die vom DFB und immer noch die vom Mediamarkt, und unterstützen diejenigen, die diese Textmodelle bauen, dass am Ende automatisch Texte generiert werden können mit der Automatisierung. Das heißt, man sucht sich hier irgendwelche Attribute aus. Oder das ist das Beispiel. Ich will einen Paragraph schreiben zu einem Produkt, suche mir bestimmte Attribute aus und lasse mir dann von der KI dieses Produkt beschreiben. Mit dem Vorteil, dass es bei uns immer in der in Human in the Loop ist. Das heißt, am Ende guckt immer ein Mensch im Modelltraining, sagt dann, jetzt kann ich eine Produktkategorie beschreiben und kann dann at scale Content produzieren. So, das war's. Hier die drei Sätze zu Retresco. Wir sitzen in Berlin, Friedrichshain sind ungefähr knapp über 70 Mitarbeiter, machen ganz viele Projekte im Moment, vor allen Dingen Workshops mit Unternehmen, wie sie generative KI für sich nutzbar machen können. Vielen Dank. Fragen? Haben Sie die Präsentation selbst gemacht? Ja. Das mit dem Datenschutz bei ChatGPT. Ah, da bin ich rübergegangen, genau. Das ist ein großes Thema. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, auch vor allen Dingen ein paar, also auch Microsoft ist schwierig, ist aber auch eine Lösung des Problems. Also wenn man mit OpenAI direkt arbeitet, muss man sehr gut aufpassen, weil man
im Prinzip keinen Datenschutz gewährleisten kann. Also zumindest nicht DSGVO-konform. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir in Projekten dann natürlich irgendwie berücksichtigen, dass man das so baut, die Infrastruktur, dass keine Daten nach draußen gehen und so weiter und so fort und dass man es trotzdem nutzen kann. Aber das ist ein großes Thema. Microsoft wird natürlich viel möglich machen für Unternehmen. Die fangen jetzt schon damit an, in so kleinen Betas mit ganz ausgewählten Unternehmen Lösungen zu bauen, wo ich das Datenschutzproblem nicht mehr habe, weil ich auf spezifischen Servern irgendwie Daten hochlade, die dann nicht fürs Training genutzt wird. Aber bei OpenAI ist es so, wenn sie ihre Produktdaten reingeben, als Prompt, wissen ja jetzt alle, was ein Prompt ist, dann werden die natürlich sofort wieder genutzt, um weiter zu trainieren. Also das ist jetzt auch kann man eine riesenlange Debatte drüber für einen eigenen Vortrag füllen. Was bedeutet das eigentlich für Wissenshoheit? Wie wichtig wird es für uns zukünftig zu wissen? Wer ist die Quelle einer Information? Wie wichtig ist es für uns zu wissen, vielleicht auch für die Medien eine Riesenchance wieder, die ja ein bisschen gelitten haben in den letzten Jahren, was die Glaubwürdigkeit angeht. Aber wie wichtig das für Medienunternehmen sein kann, zu sagen, wir haben diese Informationen geprüft. Da waren Menschen dahinter, die wirklich geguckt haben, ob das stimmt, was da steht und so weiter. Also es könnte auch eine andere, neue Bewertung von Trust und so weiter auf uns zukommen oder beziehungsweise ist die Debatte in Gange und man glaubt, dass Medienunternehmen eine große Chance haben, sich da positiv zu positionieren. Das ist gerade ein Punkt, wo das Heidelberg-Unternehmen Aleph Alpha anscheinend einen Durchbruch geschafft hat und zumindest sagen es ist, ja. Dass sie praktisch bei ähnliches Modell mit ähnlichen Sprachausgaben aber jetzt praktisch belegen können, wo bestimmte Behauptungen herkommen, ja. Quellen haben und sagen, sie können das dann prüfen auf eine Zuverlässigkeit. Genau, die haben im Prinzip ein bisschen einen Closed Shop, also sie machen es nicht ganz so, also das geht. Es gibt auch ganz viele Unternehmen, die auf Basis von OpenAI dieses Problem angehen. Genau, die Aleph Alpha sind das, die aus Heidelberg, die versuchen, was dagegen zu stellen, ambitioniert und sicherlich auch nicht ganz so mächtig im Detail, aber natürlich trotzdem ein guter Approach. Und es wird mit Sicherheit auch gegen OpenAI, es gibt Open-Source-Bewegungen und es wird mit Sicherheit ganz viel Wettbewerb geben in den nächsten Monaten. Also ob OpenAI das Spiel, so wie es jetzt im Moment den Eindruck macht, alleine spielt, das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist eher davon auszugehen, wie es in der Bildgeschichte schon ist. Also Midjourney ist Open Source, dass es Open Source Initiativen geben wird, die eigene Modelle rausbringen, mit denen es auch viel einfacher ist zu arbeiten, wo man Datenschutzproblematiken anders kontrollieren kann, weil der Code einfach offen ist und so weiter. Also da ist wahnsinnig viel Musik drin. Und ich würde auch nicht auf OpenAI als singulär setzen, sondern mir immer angucken, was ist die Bandbreite an Optionen, die es da gibt. Was ist mit den Rechten, Autorenrechten? Stable Diffusion hat ja gerade ein Disput mit Getty. Ja. Und selbst Adobe sagt bei Firefly ja auch erstmal nur für Privatgeschichten nutzen. Ja, genau. Also wäre auch unsere Empfehlung. Also die Autorenrechte sind ein wahnsinnig schwieriges Thema, ne? Weil wenn man sich überlegt, es wird trainiert auf den Inhalten, die im Internet sind, da ist da eben alles dabei. Man kann es auch nicht auf Quellen zurückführen. Also die Information, die dort gegeben wird, ist zumindest bei OpenAI, wenn man es plain nutzt, ChatGPT, kann man nicht nachvollziehen, woher stammt eigentlich die Information, die der Antwort zugrunde liegt. Und damit ist die Autorenrechtenschaft gerade ein Riesenthema. Es gibt die ersten, also ich glaube, es wird die Juristen die nächsten 10 Jahre sehr sportlich beschäftigen. Es gibt die ersten in der Kunst, ersten Entscheidungen. Da hat eine Künstlerin Bilder generiert und da ist die Frage, wie sehr ist das, was sie da geschaffen hat, eigentlich ihr Urheber oder Recht oder wie betrifft es andere? Und da ist eigentlich nur die Veränderung des generierten Bildes. Also das generierte Bild an sich hat keine Schöpfungshöhe, aber das, was sie dann noch danach künstlerisch an dem generierten Bild verändert hat, das wiederum ist schützenswert für sie. Also sowohl in der Quelle als auch in der Verwertungskette wird es ganz viele Diskussionen geben. Sicher auch Hin- und Her-Urteile, wie das umzugehen ist. Aber im Moment wäre die Empfehlung zumindest an Menschen, die sehr wertvolle Inhalte selber besitzen, das nicht einfach in OpenAI zu geben, sondern Infrastruktur zu schaffen, dass ich eben nicht die Informationen reingebe. Weil für Medienunternehmen ein Riesenthema. Ganz viele Medienunternehmen fangen an zu experimentieren. Aber es ist ja möglicherweise für ein lokales Medienunternehmen zum Beispiel ein Riesenfund auf einmal, lokale Informationen zu haben, die nur sie haben.
wenn Sie da alles rein, das alles reingeben in die Modelle, no, dann ist das Wissen nicht mehr exklusiv. Und das birgt viele Chancen und Risiken. Aber es geht halt nicht weg. Also Italien hat es ja verboten, die Nutzung von GPT und ChatGPT. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein wird, weil man wird es nicht mehr einfangen. Man muss sich ja überlegen, wie geht man damit um oder auf allen gesellschaftlichen Ebenen in Diskurse gehen, wie man damit umgehen kann und wie man es einsetzen kann. Cool, ich glaube, wir haben Programmzeitdruck. Deshalb vielen, vielen Dank. Ja.